Und wir haben uns halt immer selbst gefragt, halt so, Ja. und, ja, warum bessern die nicht einfach ihre Fehler aus Ja. und lassen uns füllen? Ja, die lassen ihre Fehler bestehen und beschränken uns halt am Spielen im Sinne von entweder oder, ja. Ja. Entweder hast du halt Hausverbot Ja, das in einem normalen ist Büro unglaublich, oder ne? halt Limitation auf Online-Account. Es wird halt dann irgendwann einmal früher oder später der Zeitpunkt kommen, da werden die Buben halt einfach Millionen liegen lassen, viele, viele Millionen liegen lassen durch diese Politik, die was sie da haben. Durch das, dass sie die Spieler einfach limitieren und sperren. Weil man braucht sich einmal nur vorstellen, die Academy als solches machen 10, 20, 30.000 Leute irgendwann einmal. Dann haben die Puma 10, 20, 30.000 Kunden weniger, weil sie einfach nicht mit dem umgehen können, weil sie einfach dann hergehen und sagen, wow, der kennt sich ein bisschen besser aus von der Materie, hat ein bisschen Ahnung von dem. Ich biete es ihm sogar noch an. Ist ja nicht so, dass man irgendwas manipuliert. Den wollen wir nicht als Kunden Ja, haben. genau, den wollen wir nicht als Kunden haben. Weil das zu Der schwer ist war ja. schlauer Ist ja eigentlich, ja, wird halt eher noch halt Millionen kosten, ne? Ja, und dann war ja einmal so lustig, da bist du auf das draufgekommen, damit diese Italiener. Ja, das war halt sensationell. Das war super. Erzähl einmal, das war ja voll cool, hey. Ja, also das war sogar, da haben wir, eigentlich waren das zwei Sachen, die wir halt so wirklich halt, weil das war ja, das was wir, über das wir jetzt gerade geredet haben, das war ja wirklich sozusagen ein Buchmacherfehler. Und das eine war wirklich, das war wirklich rein halt Betfair gegen Betfair. Also da haben wir wirklich auf Betfair halt ausschließlich die Wetten abgeschlossen. Und das war relativ interessant und wir wissen bis heute nicht, warum das so war. Weil das ist ja wirklich, ja, das gibt es im Normalfall nicht. Dass die Quote von Tipp X, also unentschieden geht das Spiel aus, ist die Quote beim Fußballspiel runtergegangen auf 1,5, 1, ja. So 1,5 war wirklich dann der unterste Peak, also zwischen 1,5 und 1,6 runtergegangen ist. Und da ist getradet worden, 1,55, 1,57, 1,52, wie wahnsinnig. Und wir haben uns das so angeschaut und haben uns gedacht, was ist denn da los, warum, was ist da los? Ja, ich meine, im Nachhinein und mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen, wenn man ein bisschen sich Gedanken macht, dann wird wahrscheinlich so etwas gewesen sein, wie beide brauchen halt genau diesen einen Punkt vom Unentschieden, damit sie halt aufsteigen, nicht absteigen, damit sie ja in der Qualifikation schaffen, in, keine Ahnung, Euroleague oder so irgendwas. Aber ich glaube, das war es sogar nicht, weil das war, glaube ich, zweite oder dritte italienische Liga. Das wird so irgendwas Aufstieg, Abstieg gewesen sein. Und ja, dass die halt sozusagen, wenn es irgendwie unentschieden steht, in der zweiten Halbzeit, dass sie einfach so, ja, sofort Mittelfeldgeplänkel machen und keiner attackiert den anderen sozusagen, ja, was eigentlich nicht sein dürfte, aber halt so, ja, eigentlich so wie sagt man da? Ja, so ein ungeschriebener Vertrag halt, keiner will den anderen wehtun, weil wenn ich jetzt angreife, dann kann der andere den Konter machen und dann können die das Tor schießen und dann steigen wir jetzt ab sozusagen. Deswegen lieber einfach den Ball behalten und ein bisschen hin und her spielen Ja. und keine Gefahr eingehen, ja. Und sowas könnte es halt gewesen sein, ja. Der Fakt war, dass die Quote halt beim X halt runtergegangen ist und so zwischen 1,5 und 1,6 gehandelt worden ist. Und wir haben uns Ja. gedacht, ja, was können wir da machen? Können wir da irgendwie was machen, dass wir da irgendwie an Profit rausholen? Irgendwie. Und dann habe ich halt überlegt und habe halt geschaut, was alles für Wetten angeboten werden.
auf Betfair und mit was das irgendwie korrelieren könnte. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann bin ich irgendwie drauf gekommen halt, ja, die Gesamtortzahl gerade, ungerade. Also bei einem Unentschieden ist es halt, ist die Toranzahl immer gerade. Ja, es kann nicht sein, dass es unentschieden ausgeht und die Gesamttoranzahl halt ungerade ist. Ja. Und bei gerade, ungerade, da ist es halt immer so die Quote um 2 herum. Ja. Und oft einmal, wenn du halt unbedingt die Quote haben willst, halt auf Betfair dann vielleicht auf 1,95 oder 1,90 vielleicht. Und das war dann halt der Fall. Dann haben wir halt dort einen gerade Toranzahl gebackt und ja, so um 1,90 herum und dann gelegt auf 1,50, 1,53 und haben da eine sehr coole und ja, gewinnbringende Sure-Bet halt intern auf Betfair rausgetradet. Und nicht nur das, sondern zusätzlich noch die Chance auf den ja, sogenannten Jackpot, weil es hätte ja auch sein können, dass das Spiel eben nicht unentschieden ausgeht, nämlich 2 zu 0 zum Beispiel oder 3 zu 1, und es trotzdem eine gerade Toranzahl ist. Und dann hätten wir halt noch dazu beide Wetten gewonnen, ja. De facto, was ich mir erinnern kann, glaube ich, 0-0 ausgegangen. Wie erwartet. Und ja, wir haben halt trotzdem einen ordentlichen Gewinn gemacht, aufgrund dessen, weil wir ja eine ungerade Toranzahl höher gebackt haben als das Unentschieden gelegt. Und das war ein so ein Beispiel, wie man eben durch Querdenken eben zu so einer zu so einer Deals kommt, ja, sozusagen, und zu so einer schönen Showbets. Was spannend ist, dass das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, die was wir immer haben. Man findet so etwas, dann spürt man das, bis der Buchmann drauf kommt, das hat er falsch gemacht. Dann Ja. fängt die Suche wieder von vorne an. Da sagt man, Ja. wo macht er jetzt einen Fehler? Macht er einen Fehler? Wenn ja, wo macht er den Fehler? Dann spürt man das, dann entweder geht er nachher her und limitiert dich, oder er bessert einfach den Fehler aus. Ja, aber das war halt immer so das Thema, was wir all die Jahre schon gehabt haben. Und wir haben uns halt immer selbst gefragt, halt so Ja. und dann, ja, warum bessern die nicht einfach ihre Fehler aus und lassen uns füllen? Ja, die lassen ihre Fehler bestehen und beschränken uns halt am Spielen im Sinne von entweder oder, ja. Ja. Entweder hast du Hausverbot Ja, das in einem normalen ist Wettbüro unglaublich, oder ja. halt Limitation auf Online-Account, ne? Es wird halt dann irgendwann einmal früher oder später der Zeitpunkt kommen, da werden die Buchmacher halt einfach Millionen liegen lassen, viele, viele Millionen liegen lassen durch diese Politik, die was sie da haben. Durch das, dass sie die Spieler einfach limitieren und sperren. Weil man braucht sich einmal nur vorstellen, die Academy als solches machen 10, 20, 30.000 Leute irgendwann einmal. Dann haben die Puma 10, 20, 30.000 Kunden weniger, weil sie einfach nicht mit dem umgehen können, weil sie einfach dann hergehen und sagen, wow, der kennt sich ein bisschen besser aus von der Materie, hat ein bisschen Ahnung von dem. Ich biete es ihm sogar noch an. Ist ja nicht so, dass man wie irgendwas Weißt du, jetzt als manipuliert. wir, den wollen wir nicht als Kunden Ja, haben. genau, den wollen wir nicht als Guten haben. Weil das ist zu Der schwer ist war ja. schlauer als wir. Ist ja eigentlich, ja, wird halt auch noch halt Millionen kosten, ne? Weil im Endeffekt das Wettvolumen dann halt darunter leiden wird, im großen Stile. Ja. Und deswegen werden halt viele auch abwandern, halt zum Beispiel zu Wettbörsen und zu asiatischen Wettanbietern, ja, in weiterer Folge, wo es eben diese Diskriminierung nicht mehr gibt, ne, bei den europäischen. Wie siehst du eigentlich die Zukunft von europäischen Buchmachern? Was sind das so? Dein Eindruck zu dem, wie sich das in den letzten 10 Jahren bei dir so verändert hat. Wie siehst du das Ganze? Was glaubst du? Ja, schwierig.
schwer zu sagen. Ich bin nicht der Mensch, der grundsätzlich zum Spekulieren beginnt viel, aber natürlich habe ich auch eine Meinung. Und ja, in Österreich, einer der größten Buchmacher, da kannst du überhaupt immer noch eine Wette abschließen, wenn du eben deinen Fingerabdruck hingibst. Ja, also es wird in Zukunft beim einen mit Fingerabdruck, beim anderen kommst du überhaupt nur mehr noch mit der Karte rein, die auf dich halt registriert ist und verifiziert. Und wenn du reingehst, sieht der Angestellte eben das Foto von dem, auf dem die Karte registriert ist. Und der vergleicht es mit deinem Gesicht. Aha, ja, okay, das ist der, passt, den dürfen wir jetzt einmal reinlassen. Und ja, ich denke, es wird grundsätzlich nicht nur im Wetten, sondern auch in mehrere Lebensbereiche in diese Richtung gehen. Digitalisierung und Kontrolle. Und ja, ich sage einmal so, ich bin jetzt nicht totaler Gegner jetzt davon, aber es hat halt alles, was Vorteile hat, hat Nachteile. Wie man oft ja, redet über Datenschutz und ja, die einen wollen halt nicht, dass irgendwo Kameras aufgestellt werden. Und dann denke ich mir, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeinen Shop irgendwo habt und da wird randaliert und Leute brechen ein oder randalieren, dann wäre mir schon ganz recht, wenn da eine Kamera steht und ich wüsste, was vorgefallen ist und wer das war. Und auf der anderen Seite, ja, können halt wirklich ja, auch Diskriminierungen stattfinden und das Ganze fürs irgendwie halt wieder negativ irgendwie missbraucht werden. Also es ist alles ein Für und ein Wider und wie gesagt, alles, was uns Gutes hat, hat wieder schlechte Sachen und umgekehrt auch. Aber ja, es wird halt trotzdem in die Richtung gehen, egal. Das ist halt meine Meinung halt, egal wie viel es Gegner davon gibt und von Privatsphäre und so hin und her, aber ich glaube, da kommt man nicht mehr raus. Also man kommt schon raus, aber da muss man halt wirklich ja, ein Aussteigerleben führen und irgendwo im Wald eine Hütte haben, dort seinen eigenen Garten und eben nicht zum Spar einkaufen gehen oder was auch immer. Ja, dann ist man halt komplett draußen, wenn man grundsätzlich alles für sich selbst macht und irgendwo am Land lebt. Aber sonst geht es einfach jetzt wahrscheinlich in die Richtung gehen und da kommen wir einfach nicht mehr zurück. Das ist die Entwicklung und ja. Was würdest du jemandem sagen, der sich das jetzt gerade anschaut und möglicherweise mit Sportwetten so richtig den Boden auf Grundeis gesetzt hat und zum Beispiel 50.000 aufwärts an Schulden hat mit Sportwetten und sein Leben quasi da außer Kontrolle eigentlich ist mit dem, was würdest du zu so jemandem sagen? Mit dem Wissen, was du heute hast, mit der Erfahrung, die was du heute hast. Ja, wo anfangen ist die Frage. Ja, in erster Linie würde ich immer mal aufmuntern und sagen, ja, es ist nicht das Ende des Lebens und es wird weitergehen in jedem Fall. Und dass er derjenige selbst entscheiden kann, wie es weitergeht und es wird halt ja nicht leicht und schnell und easy jetzt das ganze Geld wieder zurückzuholen, aber es ist halt möglich mit Disziplin und Arbeit und Einsatz von Zeit und
Ja, aus einer anderen Sicht betrachtet gibt es ja, sicher viele solcher Schicksale. Und da muss ich auch wieder sagen, das ja, hilft mir auch Okay. irgendwie jetzt dann so das Ganze zu ja, legitimieren, was ich eigentlich mache. Weil eigentlich ist halt ja ein Wettanbieter jetzt auch, ein Casino-Wettanbieter auch ein Geschäft, der von etwas leben muss in der Hinsicht. Und ja, und wenn ich dem jetzt ein Geld abnehme, ja, dann habe ich da keine Gewissensbisse, weil ich weiß, dass halt die auch von vielen Menschen, die halt drunter leiden, halt auch viel Geld wegnehmen. Aus der Sicht betrachtet. Würdest du, wenn du jetzt nochmal 10 Jahre zurückgehst, würdest du noch einmal starten mit dem? Mit dem Thema des Sportwettens, so wie du es jetzt erlebt hast schon? Sicher doch, warum nicht? Okay. Was jetzt auch Wie noch. gesagt, es hat halt auch wieder alles Vor- und Nachteile, wie vorher schon einmal erwähnt, aber es ist etwas, was ich einfach gern mache, und was mir halt eben dann auch mein Leben finanziert. Es hat natürlich auch Nachteile, wie gesagt, eben, wir haben vorher eben über meine Immobilien geredet und ja. Wenn man dann zur Bank geht und sagt, ja, Einkommen, Prozent sonst habe ich nichts, dann ist es halt natürlich ein bisschen ein Problem. Ja, also, und auch so, ja, Versicherung, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung, ja, interessiert mich eigentlich eh nicht. Ich baue mir meine Pension halt selbst auf, eben über Immobilien und noch zusätzlich noch Aktien. Ja, okay. Aber ja, Krankenversicherung muss man halt dann eben selbst bezahlen und so weiter. Also, und wie gesagt, man hat halt so gesehen eben nichts Fixes, man hat eben keinen Krankenstand, man kriegt eben kein Geld, wenn man krank ist und eben nichts arbeitet und ja, und auch die ganzen Sozialleistungen hat man eben nur ja, sehr beschränkt, sage ich mal, Zugriff, wenn überhaupt. Was jetzt auch noch eine ganz interessante Frage wäre, bin gespannt auf deine Antwort. Würdest du dich als spielsüchtig sehen? Interessante Frage, ja. Nein, würde ich sagen. Also es hat, also wenn ich jetzt nur so quasi jetzt nur mit Ja oder Nein beantworten könnte, dann würde ich auf jeden Fall Nein sagen. Warum? Das Nein muss man aber wieder Ja, etwas relativieren. bin gespannt. Also warum Nein? Weil eine Sucht für mich ist etwas, eine Sucht definiere ich so, wenn ich es jetzt nicht bekomme oder nicht machen kann, nicht ausführen, meine Sucht nicht befriedigen, dass ich dann eben Entzugserscheinungen bekomme. Das ist für mich sozusagen eine Sucht. Ja. Wenn man dann jetzt ein klassischer Spielsüchtiger, ja, der, also es gibt halt viele, die halt dann dazu neigen, wirklich Geld zu stehlen und Einbrüche zu machen und was auch immer. Aber ich kann eins mit Sicherheit sagen, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin, auf irgendeiner Insel, wo ich keine Wette abschließen kann, und wenn ich dort einen Monat bin, oder noch länger, diese Entzugserscheinungen, die werde ich nicht bekommen. Ja. Ich werde mir vielleicht denken, ja, jetzt aber Wetten abschließen, irgendwann wieder mal, wäre halt schon cool und so, würde ich. Weil ich es halt einfach grundsätzlich gern mache.
wäre ganz cool, aber es wäre jetzt nicht so, und es ist auch nicht so, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt verreise oder so, wenn ich in Asien war, 3 Wochen oder so, ja, also, ja, es ist halt so, dann wette ich halt einfach nicht. Also es ist keine Entzugserscheinungen, somit definiere ich dort das eben als nicht süchtig. Dieses Aber, was ich eben da hinzufügen muss, ist, wenn ich jetzt, ja, wenn ich aufstehe und ja, ziemlich das allererste noch Zähne putzen und munter werden, ist halt, ja, geh mal zum Laptop und schau mal rein, was es zum Wetten gibt. Und wenn ich dann halt was sehe, dann halt wirklich eine attraktive Quote, dann, also dann bin ich schon, wie soll ich sagen, sehr fokussiert, dass ich sage, ja, na, jetzt muss ich halt unbedingt das noch machen. Und auch wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, jetzt möchte ich eigentlich rausgehen, spazieren, und dann poppt wieder so eine schöne Quote auf, und dann mache ich die auch noch, und dann poppt wieder eine auf, und dann zieht sich das halt so hinaus, obwohl ich mir halt jetzt vorgenommen habe, jetzt irgendwie rausgehen und einfach spazieren oder was essen zu gehen, und das zieht sich halt dann hinaus. Also das ist halt so, Okay. ja. Also als Sucht würde ich das jetzt eben nicht beschreiben oder benennen, aber ist halt so eine Nebenwirkung halt. Ja, weil das lustig ist, nämlich zu dem Thema habe ich mir selbst einmal die Frage gestellt, ob ich mich als spielsüchtig sehen würde. Und ich habe auf das eine ganz klare Antwort geliefert, dass ich gesagt habe, solange die Wette als solches risikolos bespielbar ist, gibt es keine Sucht. Weil es nämlich einen positiven Mehrwert und Erwartungswert in mein Leben bringt. Weil dann wäre ja alles, was ich mache, süchtig. Wenn ich arbeiten gehe, bin ich arbeitssüchtig. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, um meine Gesundheit zu fördern, dann bin ich auf einmal fitnessstudio-süchtig und so weiter. Solange diese Tätigkeit, die was ich ausübe, einen positiven Mehrwert für mich und meine Familie einbringt, ist es wie eine Arbeit für mich. Natürlich hat es mit dem Thema des Sportwettens zu tun, aber nicht, dass wir wie auf Glück und auf Hoffen und Beten darauf ausgelegt sind, dass eine Situation eintreten muss oder nicht eintreten muss, sondern es sind einfach diese Handlungsschritte, die was halt permanent zu machen sind, damit überhaupt dieser Mehrwert ins Leben kommen kann. Und somit ist es in meinen Augen, wenn man das so betreibt, wie du das machst oder wie ich das mache, kann man das nicht als Sucht in der Form bezeichnen, weil dann wäre alles eine Sucht. So wie So das. geht es natürlich auch. Es ist halt wirklich eine Arbeit und das hat halt ja, nichts mit Sucht zu tun, sondern eher mit dem ja, mit diesem Drang eben einfach Geld zu verdienen und sich was aufzubauen. Ja, genau. Aber es ist sehr, sehr interessant, weißt du, diese Themen einmal zu besprechen, weil ich kenne jetzt da außer dir und mir jetzt da, also persönlich jetzt da, noch niemanden, der das so lange macht wie wir zwar. Also auf dem Level durchgehend, formulieren wir es einmal so. Sicherlich lernst du halt Leute kennen, die machen das jetzt einmal ein Jahr oder 2 Jahre mit dir und dann hören sie wieder auf, aber so konstant, so diszipliniert durchzuziehen über so einen langen Zeitraum. Im deutschsprachigen Raum kennst du einmal nur die. Ja, man muss jetzt auch sagen, wir leben auch in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist und wo sich viele Sachen halt schnell verändern. Und auch wenn man heutzutage in irgendeinem Unternehmen arbeitet, egal ob man selbst jetzt der Unternehmer ist oder angestellt ist, es ist dahingestellt, einfach nur schaut, dieser Umschwung an Mitarbeitern und Arbeitskollegen, es ist halt einfach relativ schnelllebig. Es ist ja, dass heutzutage jemand so irgendwie 20, 25 Jahre dasselbe macht, ist halt schon eher die Ausnahme, was früher eigentlich so die Regel war, ja. Das ist das eine und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre auch nicht
voll erfüllt. Wenn ich jetzt ausschließlich nur Sportwetten machen würde, jetzt irgendwie so mein ganzes Leben und oder seit 15 Jahren oder wie auch immer, das ist für mich jetzt nicht so jetzt, wie soll ich sagen, der Lebenstraum, sondern eher so Mittel zum Zweck einfach. Ich mache es gern und das, was ich gern mache, bringt mir Einkommen, also warum nicht, ja? Aber ich mache andere Sachen halt auch genauso gern, wie eben das mit Immobilien und generell das Gastgeber sein und Menschen zu beherbergen. Das mache ich halt genauso gern. Und ja, und das werde ich auch in Zukunft weiterhin machen und deswegen wird er nie so sein, dass ich jetzt nur wetten du und sonst irgendwie halt gar nichts und bis ans Ende meines Lebens. Das wird so auch nicht sein, aber ich mache es halt einfach gern und ja, es wird weiterhin so sein, schätze ich mal. Ja, cool, dann habe ich noch eine andere Frage an dich, und zwar, wo hast du am meisten Lehrgeld zahlt beim Sportwetten? Was war dein größter Fehltritt oder die größten Fehltritte in den ganzen Jahren, die was du Sportwetten jetzt betreibst? Größten Fehltritte. Ja, also da fällt mir halt also Situation ein, wie eben vorher schon erwähnt habe, eben, dass eben ein Schuhbett auch nicht sicher ist, sozusagen, dass eben ja nichts wirklich so 100% sicher ist im Leben generell und auch nicht beim Sportwetten. Da habe ich Tenniswette gespielt, über den Buchmarkt gespielt. Und ja, das war hoher Einsatz. Da habe ich, glaube ich, ja, das waren 500 Euro, habe ich da gespielt. Das war so circa ja, Quote 2 und keine Ahnung, 2 gegen 2,20 oder 2 gegen 2,50, 15 oder so. Und ich habe dann. Die Sache war so, dass die meisten Buchmacher haben das in den Hausregeln halt drinstehen, dass beim Tennis, wenn halt jemand aufgibt, WO gibt sozusagen, dass Wetten ausbezahlt werden mit der Quote 1,0. Sprich, alle Einsätze werden zurückgegeben. Ja? Und keiner verliert was und keiner gewinnt was. Und ja, auf der Wettbörse ist das halt anders. Da ist der aufgibt, der WO gibt, der ist der Verlierer und der andere ist der Gewinner. Also dann ist es immer so gegangen, dass ich bei dem ich auf dem Buchmacher gesetzt habe, der hat dann das Spiel gewonnen, aufgrund dessen, dass der andere WO gegeben hat. Aber der Buchmacher hat gesagt, eben nach seinen AGBs, wird halt die Quote 1,0 ausbezahlt, sprich, ich kriege nur meinen Einsatz zurück und ich gewinne nichts. Ja. Und die Wettbörse hat das anders gesehen und die Wettbörse, ja, sieht es das so, das ist nicht jetzt von heute auf morgen halt so, dass man einfach jetzt eine Entscheidung trifft, sondern die haben das auch in ihren AGBs drinnen. Und dort habe ich halt dann 500 Euro verloren. Und beim Buchmacher eben nichts gewonnen. Und ja, das ist halt schon relativ bitter, wenn man ausgeht, dass man halt ein Schuhbett gehabt hat, ursprünglich. Ja. Und ja, so eine Sache gibt es leider. Das ist mir sogar zweimal passiert. Einmal war es halt ein geringerer Betrag von ca. 230 Euro. Ja, selbe Konstellation, auch Buchmacher gegen Börse. Und es hätte auch umgekehrt sein können, dass ich dann eben den gesamten Betrag gewinne und bei der anderen Seite halt nichts verliere. Ja. Und, aber ja, in der Situation habe ich halt das Pech gehabt. Und ja, es gibt halt sicher noch so Situationen, wo ich glaube, beim Basketball war das auch einmal, habe ich das erlebt.
dass bei Einbuchmacher und bei der Börse das auch unterschiedlich war. Dass sie die Nachspielzeit bei der Verlängerung halt mit einberechnet haben bei Oberander. Okay. Bei Oberander. Okay, Wie gesagt, so Sachen gibt es leider und ja, es gibt auch Fehler, die man halt selbst macht. So, wir haben eh gerade drüber gesprochen, vorgestern oder so, über die Handicaps und Asian Handicaps und solche Sachen. ja. Das sind halt echt richtige Stolpersteine und speziell am Anfang, wenn man da anfängt und sich damit nicht auskennt und ja, die Software noch dazu das noch falsch anzeigt und ja, das ist mir auch schon ergangen so, dass ich eben von der Software eben fälschlich dargestellte Schuhbets gewettet habe, dann eben verloren habe und dann oder bemerkt habe, ja, das war eben nicht das, was es sein soll. Und solche Sachen gibt es halt. Ja, das sind halt so die Sachen, auf die man halt aufpassen muss. Was es noch leider gibt, ist, was ich auch erlebt habe vor ein paar Wochen, wo Wetten vom Buchmacher storniert werden. Ja, du spielst halt beim Buchmacher die Wette, sicherst das halt ab, entweder auf der Börse oder bei einem anderen Buchmacher. Das ist irrelevant. Und dann auf einmal wird die Wette halt storniert. Und ja, wenn man halt dann das mitbekommt, ja, in meinem Fall habe ich es mitbekommen, war halt zweimal im Jänner ist mir das passiert. Einmal habe ich das jetzt noch austreten können bei der Wettbörse. Und einmal habe ich aber bei einem anderen Buchmacher gespielt, da habe ich gar nichts studieren können und da habe ich, in dem Fall habe ich ja Glück gehabt, weil die Wette ist kommen und ich habe dann die stornierte Wette vom Buchmacher nicht verloren, was aber eigentlich halt wirklich ja, ein Skandal ist eigentlich, weil du gehst halt mit einer Wette einen Vertrag ein, ja, und dann einfach so die Wette zu stornieren. Das war jetzt nicht so gravierender Fehler, ja. Es war halt, aber wenn das so ist, argumentiert ist halt worden, ich habe dann mit dem Live-Chat kommuniziert, mit dem Support und die haben dann gesagt, ja, das war leider ein Fehler und leider machen Buchmacher auch Fehler und sind auch nur Menschen. So, als wie sollte ich jetzt Mitleid haben mit dem Buchmacher, der arme Buchmacher. Und ja, am liebsten hätte ich geschrieben, ja, jede Wette, die ich spiele, ist ein Fehler vom Buchmacher. Aber das habe ich mir verkniffen. Okay. Aber ja, es hätte nichts geändert, weil der Account ist dann sowieso limitiert worden. Also ja, ich habe halt in dem Fall habe ich halt das Glück gehabt, dass die stornierte Wette verloren hätte. Und so habe ich mit der anderen Wette halt einen Gewinn gemacht. Ja, war einmal das Glück auf meiner Seite. Einmal so, einmal so. Wenn wir gerade von Glück sprechen, was war der größte Erfolg?